Wir haben hier jede Menge Pappeln stehen. Ich versuche mal, dass mein Zoom hier noch irgendwie geht. Und da hängen Pappelkätzchen dran. So silbrige, helle Bäume. Wände, oben glatt, unten ein bisschen rauer. Und wenn wir Glück haben, finden wir jetzt. Das ist gerade die Zeit. Wir sind schon durch, aber mit etwas Glück finden wir hier noch ein paar. Das ist sehr guter Zunder. Die zu fallen schon. Jetzt habe ich eine Handvoll gesammelt. Das sollte reichen. Hier haben wir noch ein paar schöne Fichtenzapfen. Das ist auch wunderbares Anbrennmaterial. Hier haben wir Schilfgras. Daraus baue ich mir ein Zundernest. Und zwar nehme ich erst diese Enden, lege da mehrere davon zusammen. Und unten drunter gibt es noch ein bisschen Trockenes, weil das ist jetzt alles schon trocken. Das kann man dann. Das ist das erste Anzündmaterial. So, jetzt haben wir eine Handvoll zusammen. Das lege ich mal kurz hier ab. Ideal wäre jetzt noch. Das liegt halt alles am Boden. Ist aber trocken. Da nehme ich mir jetzt hier noch so ein Schilfgras mit. Blätter. Das kommt dann noch unterstützend unten drunter. So, stimmt, das sollte rein. Hier habe ich ein paar trockene Gräser. Die stehen hier überall rum, könnt ihr sehen. Da werde ich mal zwei, drei pflücken. Und das werde ich probieren als Zundernest. Und dazu kommt noch solche Blätter. Trockene. Hier ist richtiges Gras drin noch. Die Rinde nehme ich als Schutz, dass es nicht zu heiß wird, und die brennen dann auch ein kleines mit an. Das ist ideal, das kann man so zusammendrücken, reinpusten und dann umstülpen und brennt das Ganze an. So, es geht ja heute um die Materialien, nicht um die Technik, und deswegen stelle ich euch heute meinen Superzunder vor. Das ist Rohrkolben, in Wasser eingelegt, nicht zu viel Wasser, nur ein bisschen. Und Kalisalpeter angemischt. Kalisalpeter ist echt eine unglaubliche Sache. Das Ganze habe ich einziehen lassen, verdunsten lassen. Und der Kalisalpeter kristallisiert dann an diesen Fasern. Also da reicht der kleinste Funke. Und
das Zeug brennt. Viel zum super Zunder. Ah, jetzt. So, das Ganze hier reingelegt. Das ist Premiere mit diesem Pappe Zunder und schon geht's los hier. Da muss man eigentlich nur noch aufpassen, dass man das Zeug nicht einatmet. Pappeln, die brennt super. Wir müssen sehen. Und schon brennt es. Es geht unglaublich schnell. Gleich nochmal mit Schilfgras, komplett so. Feuerstein. Ein bisschen Zuberzunder. Scharfe Kante. Und Stahl. Da kann man auch alles Mögliche nehmen. Ne? Hier habe ich eine alte abgebrochene Pfeile. Geht dann auch. Ist wieder das Gras, das funktioniert gut, das hat sich einfach bewährt. Und Moos aus dem Wald, das kann sogar ein bisschen feucht sein, wenn man das auf der Erde aufhebt, also nicht regenfeucht, aber es gibt ja immer so eine luftfeuchte, bodenfeuchte, schön in die Mitte rein. Los. Moos ist auch absolut geil. So, jetzt habe ich einfach mal ein bisschen Gras gesammelt hier vom Wegesrand. Das ist nicht ganz trocken, aber das wird gehen. Also es hat nur so eine Restfeuchte noch minimal. Das sind Weidenkätzchen. Habe ich auch noch nicht probiert. Soll ja angeblich funktionieren. Das legen wir jetzt hier rein.
das ganz gute Glut hier. Hier eine Sache, die habe ich von Ibiza mitgebracht. Und zwar sind das abgestorbene Algen. Die liegen da zu Tausenden am Strand rum. Das sind nur so kleine Härchen. Und die abgestorbenen Algen, die gehen mal an Land, die werden an Land gespielt und rollen da halt so lang und werden immer größer. Ja, und dann liegen die da rum. Wenn man die hier so ein bisschen aufbricht, vielleicht mit meiner Pfeile. Extrem gut. Aber man muss erst so ein kleines Bett machen. Also da reicht ja so ein Stück. Zunderschwamm mit Kalisalpeter präpariert. Ich habe das auch ohne probiert. Es dauert unwahrscheinlich lange, bis da mal ein richtiger Funke kommt und sich da festsetzt. Also das ist unglaublich schwierig, aber da kommt bestimmt auch mal noch ein Video dazu. Eindrücken in die Mitte. Das duftet gut. Schön die anbrennen. Also nicht nur Birkenrinde, auch die Fichten. Ja, kommen sich auf den Namen. Fichtenzapfen. Wunderbares Material. So, als nächstes Schnur oder Seil. Das habe ich hier an der Scheune gefunden. Ich habe es mit synthetischen, also alles was es so jetzt gibt, überall zu kaufen, habe ich probiert. Funktioniert nicht. Die Glut bleibt einfach nicht hängen. Das wird nichts. Das hier ist ein alter Handfaser vielleicht. Die kann man ganz dünn aufeinander dröseln. So.
So, das machen wir jetzt hier so ein bisschen. So sieht es dann aus. Also wie gesagt, es geht nicht um die Methode, sondern mehr um die Materialien. Was kann ich nutzen, was brennt. Mit so einem Feuerschläger und mit dem Superzunder muss es dann auch kein Feuerstein sein. Da geht auch so ein Weißer hier, den man überall, also zumindest hier in der Gegend findet. Solche hier, die kann ich mir aufbrechen. Zack, scharfe Kante. Ist immer wichtig, dass man hier eine scharfe Kante hat. Und dann müsste das theoretisch auch funktionieren. Und die machen auch ganz gut Funken. Ja, das geht. Cool. Ja. So, dann kann ich euch noch kurz zeigen. Schön, das glüht. Boah. So. Das ist wie so eine Lunde. So, ihr lieben Leute, war gerade ganz schön Wind, deswegen hat man ja nichts verstanden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe den einen oder anderen noch inspirieren können mit irgendeiner Idee für irgendwas. Ja, kreativ sein, machen, ist wichtig. Erfahrung sammeln. Noch was nicht vergessen, am 5. bis 7. Juni wird hier unser Tempel eingeweiht. Bis dahin hoffe ich, dass das Dach drauf ist. Und dann sehen wir uns hier, backen Brot, machen Feuer, schlafen im Zelt oder draußen am Feuer, je nachdem. Macht's gut und bis bald. Tschüss.